Herzlich willkommen zur Bundesliga-Prognose. Der 33. Spieltag steht an und wir haben das Spitzenspiel im Prinzip eigentlich, also das, naja, Spitzenspiel. Dortmund ist jetzt Siebter aktuell in der Tabelle. Also ganz das Spitzenspiel ist es nicht, aber es ist schon mal, ja, das Vorspiel. Vorspiel. Das, ja, wie kann man sagen, Vorspiel eigentlich zum DFB-Pokalfinale. Wolfsburg gegen Dortmund. Also die testen schon mal, was sie können und was sie nicht können. Und wir gehen heute jetzt erstmal auf den 32. Spieltag ein. Da hatten wir das Freitagabendspiel. Hamburg gegen Freiburg. Ich kann euch nicht sagen, wie die Spielverteilung war, wie beide Mannschaften gespielt haben. Aber es war am Ende ein bisschen ärgerlich für Freiburg, dass sie da, ah scheiße, De Bruyne, dass sie da am Ende noch den Ausgleich kriegen. Die haben 1-0 geführt gehabt und dann kurz vor Schluss angeblich, also irgendwie war es ein Torwartfehler oder so von Bürki oder so ähnlich, und da haben sie noch das 1-1 bekommen. Da hat Hamburg und Freiburg natürlich wieder einen Punkt gesammelt. So richtig bringen sie es auch nicht weiter. Huiuiui. Aber, ja, jeder Punkt ist da unten eigentlich wichtig. Oh, Aubameyang? Nee, so nicht, mein Freund. So, dann hatten wir Hannover 96 gegen Werder Bremen. Ebenfalls 1-1. Ja, Fronzek steht mit seinem Team da immer noch unten drin. Hat jetzt auch wieder bloß einen Punkt gesammelt. Ja. Wobei gegen Bremen, die sind erstarkt. Also Bremen ist ja mittlerweile wieder Europa League Anwärter, also die klopfen da auch noch an die Tür. So, Arnold. Einmal einen schönen Pass nach vorne, schon. Die könnten theoretisch noch was reißen in der Europa League. Aber ob das wirklich realistisch ist, das werden wir sehen. Da müssten die anderen halt verlieren, also Dortmund, Schalke, Augsburg und Co. Wenn die da noch reinkommen wollen. Wobei, ja gut, zu Schalke komme ich gleich. wir hatten Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Also, Hoffenheim, ich verstehe es nicht. Das ist, du weißt eigentlich nicht, was im nächsten Spiel passieren wird. Du weißt es wirklich nicht. Du hast keine Ahnung, wie die spielen werden und wie das Ergebnis am Ende ist. Vor keinem Spiel. Die gewinnen mit einer Gala-Vorstellung gegen den einen und verlieren am nächsten Wochenende gegen Frankfurt dann 3-1. Wobei man sagen muss, dass bei Frankfurt halt der Torjäger schlechthin, Alex Meyer, fehlt. Wobei ich das auch noch geil finde. Der ist jetzt, seit wie vielen Wochen ist er jetzt nicht mehr da? Meyer, also wie viel ist er jetzt verletzt? Und steht immer noch an erster Stelle der Torschützenliste. Also erster ist Meyer mit 19 Toren, dann kommt Robben mit 17 Toren. Ja, der ist halt auch verletzt, ne? Dann kommt auf Platz 3 Lewandowski und Bas Dost mit 16 Toren jeweils. Und wär irgendwie schon lustig, wenn der am Ende die Torjägerkrone einheimst. So, Gustavo, aber ja gut, die ersten beiden verletzt. Weiß nicht, ob es das schon mal gab. In der Geschichte der Bundesliga eine Torschützenliste. So, nicht einmal quer rüber, schön hier. Ah, Perisic braucht mir zu lange, um den Ball zu verarbeiten. So. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen. Jetzt habe ich kurz nicht am Bildschirm geschaut und schon greift Dortmund an. Haben wir das nicht prognostiziert? Das haben wir prognostiziert, also beziehungsweise ich habe das prognostiziert. Das habe ich doch 2-0 für Gladbach prognostiziert, ne? War das nicht so? Ich glaube 2-0 für Gladbach. Aha. Boah, muss ich mir gerade selber auf die Schulter klopfen, dass das gestimmt hat. Also zumindest von der Tendenz her. Also gut, das eine Tor da. Am Ende hätte Gladbach auch nicht mehr machen müssen durch Traoré. Wobei ich glaube, das war so ein ziemlich geiles Tor. Das Ding von Traoré. Oh Gott, wer war das da vorne? Soll er doch mit dem Kopf hinspringen. Mein Gott, Olic. Flugkopfball, ne? Dann ist das Ding drin.
Na geil. Wo war ich bei Gladbach-Leverkusen? Ja, aber das Ergebnis ist eigentlich klarer, als es im Spiel war. Also gut, wie die Spielanteile waren, weiß ich jetzt nicht. Aber die zwei Tore, die sind erst ganz zum Schluss gefallen, also die letzten zwei. Das stand 1-0 für Gladbach und dann in der Schlussphase sind dann erst die letzten zwei gefallen. Also das letzte war von Traoré, das war glaube ich sogar so ein ziemlich schönes, den er dann vom linken Strafraum-Eck oder vom rechten, ich weiß es nicht, auf jeden Fall in die andere Ecke schlänzt. Ah, scheiße. Und ja, Leverkusen wird wohl auf Platz 4 bleiben. Also von unten kommt da nichts mehr ran, Augsburg kommt da nicht mehr ran, rein rechnerisch an Leverkusen. Also Champions League Quali haben sie sicher, aber sie haben halt auch 5 Punkte Abstand zu Borussia Mönchengladbach jetzt auf Platz 3. Was halt für Leverkusen schon ziemlich blöd ist, dann werden sie eigentlich im Normalfall in die Champions League Quali kommen. Also sie müssen in die Qualifikation und Gladbach wird dann höchstwahrscheinlich direkt qualifiziert werden. Außer Gladbach verliert jetzt die letzten zwei Spiele noch und Leverkusen gewinnt beide. Dann natürlich nicht, aber ich gehe nicht davon aus, dass Gladbach jetzt die letzten zwei Spiele keinen Punkt mehr holt. Das glaube ich nicht. So, Arnold. Oh. Oh, Olic. Oh, der ist alleine, Olic. Drin ist das Ding. Drin ist das Ding. 1-0 für Wolfsburg, lieber Dortmunder. Das ging zu einfach. Das ging zu einfach. Einmal rumgedreht und dann alleine vor Weidenfeller. Ja, Weidenfeller. Spielt bei Dortmund, ne? Dortmund gegen Hertha BSC ist nämlich das nächste. Da hat Dortmund 2-0 klar gewonnen. Also die sind auf Europa League Kurs und selbst wenn sie die Europa League so von der Tabelle her nicht schaffen, können sie es ja Liga im DFB-Pokal schaffen. Die Frage ist jetzt bloß, ob sie ihn gewinnen müssen oder ob sie schon qualifiziert sind für die Europa League durch die Finalteilnahme. Ich glaube, die sind durch die Finalteilnahme schon qualifiziert. Olla, die Waldfee. Da kommt der Nachschuss. Weidenfeller halt nochmal. Stark von Weidenfeller. Ich glaube, die sind durch die Finalteilnahme schon qualifiziert an der Euroleague. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall, die haben 2 Punkte Abstand auf Augsburg. Ja, Augsburg muss ja mal wieder ranhalten. Und Hertha, ja, im Normalfall sollten sie eigentlich geschafft haben mit dem Nicht-Abstieg, aber wer weiß. Die haben jetzt 34 Punkte, sind auf Platz 13. Aber Platz 14 hat halt 32 Punkte, Platz 15 bis 17 haben die alle drei haben 31 Punkte. Da geht es also ums Torverhältnis nachher. Boah, das wäre auch krass, wenn dann einer wegen am Torverhältnis nicht absteigt. Das wäre schon richtig krass. Ja. Und ja, also Hertha, mal schauen. Ich glaube nicht, dass die da unten nochmal reinrutschen. Kann natürlich sein. Aber da müssten die da unten schon alle wirklich punkten. Was ja nicht so abwegig ist. Also, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich glaube, das war Wolf Fuß. Hat es gesagt. Im Bundesliga-Keller brennt kein Licht. Da ist ein Feuer oder so ähnlich. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall. Wir hatten dann als nächstes Bayern gegen Augsburg. Oh je. Rainer erstmal nach 12 Minuten runter, ne? Und den fälligen Elfmeter setzt dann Paul Verhaag an den Pfosten. Der Reporter hat zuerst im Radio gesagt, Neuer hätten gehalten. Na, abseits, oh, scheiße. Aber den hat Verhaag an den Pfosten gesetzt. Ja, angeblich ist Neuer auch angeschlagen. Darum wird er heute vielleicht nicht spielen.
Auf Facebook hat er nichts geschrieben, da hat er geschrieben, dass er sich irgendwie freut oder so auf das Spiel oder so ähnlich. Aber er hat nichts geschrieben, dass er verletzt wäre, also kann auch sein, dass jetzt der vierte Torwart von Bayern, ich habe den Namen gerade nicht mehr im Kopf, dass der heute spielen wird, weil Rainer ja halt gesperrt ist für die letzten zwei Spiele und Starke immer noch verletzt ist. Ja, Olic, scheiße. Und dann hat Augsburg am Ende noch ja das 1-0 gemacht. Irgendwie, angeblich ist Bayern nicht so viel eingefallen irgendwie. Boah, ich wollte gerade sagen, wie beim 1-0. Olic kriegt den Ball, dreht sich einmal um die eigene Achse und dann setzt er aber das Ding vorbei dieses Mal. Schade. Da hätte es eigentlich 2-0 stehen müssen. Wir hatten noch Stuttgart gegen Mainz. Das hat Stuttgart nochmal einen Schub gegeben. Dieses 2-0, was sie da jetzt geholt haben. Ah, schade. Zu Mainz. Elkin Soto hat den Vertrag bei Mainz verlängert. Er wollte eigentlich aufhören, also den Vertrag nicht verlängern und dann in... Gott, wo wollte er hingehen? Irgendwie in seine Heimat zurück oder irgendwie sowas und da noch zu einem Fußballverein. Aber jetzt nach seiner Verletzung hat er noch einen neuen Vertrag bei Mainz unterschrieben. Boah, schade. Und mal schauen, wie lange das überhaupt dauert mit seinem Knie. Oh, Olic. Na, da kommt er nicht an Subotic vorbei, schade. Ja, wenn Stuttgart nicht gewonnen hätte, wäre das eigentlich schon fast der sichere Abstieg gewesen eigentlich. Weil dann hätten sie jetzt bloß 27 Punkte und schon 4 Punkte Abstand auf den vorletzten. Und das wäre dann schon echt krass gewesen. Aber jetzt haben sie bloß 1 Punkt Abstand. Also sie sind letzter mit 30 Punkten, aber da ist noch nichts gegessen unten. Also das ist... es wurde betitelt als der Spann... Was? Was war das denn mit dem Beinfäller? Es wurde betitelt als der spannendste Abstieg der Bundesliga-Geschichte oder so. Der spannendste Abstiegskampf. Spannendste Abstieg. Der spannendste Abstiegskampf der Bundesliga-Geschichte oder so ähnlich. Wurde es betitelt. Das Ganze hier. Boah. Reus. Ja, haben wir. So, dann hatten wir noch Paderborn gegen Wolfsburg. Gut, okay, das war, ja, zu erwarten. Ah, De Bruyne setzt sich da durch. Ach Gott, und dann so ein Pass auf Olic. Das war zu erwarten, also das 3-1 gegen Paderborn. Ich habe mal wieder das Spiel nicht gesehen, wie gesagt, aber ich glaube nicht, dass Paderborn da wirklich so groß Anteil hat. Ich habe es ein bisschen nebenbei im Live-Ticker verfolgt, aber sonst auch mehr nicht. Paderborn hat das eine Tor noch kurz vor Schluss geschossen, also das war dann auch nicht mehr so spielentscheidend. Oh, oh mein Gott, das glaube ich jetzt nicht, das kann eigentlich nicht wahr sein. Aufs leere Tor, Olic, aufs leere Tor, das kann nicht wahr sein. Und dann noch Köln gegen Schalke. Ach, wie geil. Schalke, naja, wenn der Trainer nicht schuld ist, naja, schmeißen halt die Spieler raus. Ne? Und dann hat's halt Kevin Prinz Boateng. Ne, das kann nicht wahr sein, liebe Freunde. Das kann doch nicht wahr sein. Den hat Weidenfeller nicht mal mehr berührt. Also, da schmeißen sie dann Boateng und Sidney Sam raus. Ja, Sidney Sam, ne, wäre mal lieber bei Leverkusen geblieben. Da hat er letztes Jahr Stamm gespielt. Aber dieses Jahr ist eigentlich nichts los bei Schalke. Er hat eigentlich kaum gespielt, der Sidney Sam. Also so, was ich mitbekommen habe. Und, ja, Köln hat gegen Schalke dann gewonnen. 2-0. Ich bin mal gespannt, ob Schalke die Europa League packt. Noch sind sie ja mit, ach nee, Schalke. Schalke ist Sechster und hat 45 Punkte. Augsburg hat 46. Oh, da habe ich mich gerade vorhin vertan. In der Tabellenplatzierung.
Ist auch ein bisschen schwer zu spielen und nebenbei rechts mal auf den Bildschirm zu gucken. Und sich dann nicht zu vergucken. Jetzt komm. Flanke. Oh Gott. Schalke hat 45 Punkte, die könnten noch eingeholt werden im Prinzip von Bremen. Die haben 43, also so abwegig ist es nicht. Ah, Rodriguez, scheiße. Und Köln, ja, Köln ist eigentlich sicher mit seinen 39 Punkten. Die können nicht, die können auch rein rechnerisch nicht mehr absteigen. Und ja, ich glaube, die sind ganz zufrieden, wenn sie da einen Platz im Mittelfeld haben. Zumindest wenn sie nicht abgestiegen sind, auf jeden Fall. Ja, abseits, ich weiß. Dann können wir noch kurz zur Champions League kommen. Bayern gegen Barca. So ein kleiner Funken, also so ein klitzekleiner Funken Hoffnung war da, als Benatia das 1-0 macht. In der 7. Minute. So ein klitzekleiner Funken Hoffnung war da. Aber als dann Neymar halt das 1-1 und das 2-1 macht, dann war es vorbei. Dann war es endgültig vorbei. Und dann hat Barcelona eigentlich auch nichts mehr gemacht. Die haben sich eigentlich bloß so hinten reingestellt und haben gesagt, ja, pff. Ne, ist uns scheißegal. Ihr gewinnt das Ding hier nicht mehr 6-2. Das hat Bayern ja dann auch nicht. Die haben dann noch das 2-2 gemacht und das 3-2. Weil Barcelona dann schon hinten kleinere Lücken hatte, aber ja, Barcelona war es im Endeffekt auch scheißegal. Kann man auch verstehen. Dem war wahrscheinlich wichtig, dass sich da keiner mehr verletzt. Und das war's dann. Rafinha, aber so knapp von der gelb-roten Karte. Wie der da reingegangen ist in die Zweikämpfe, leck mich am Arsch. Und dann hatten wir noch Real gegen... Real gegen Juve. Ach, schön. Ich weiß, für die 5-Jahres-Wertung ist es jetzt nicht so geil, dass Juve da weitergekommen ist. Aber... Real ist draußen. Und... Tja, scheiße gelaufen, ne? Die haben 1-0 geführt gehabt durch das Elfmeter-Tor von Cristiano Ronaldo. Und dann haben sie versucht, das 1-0 zu verteidigen. Und das ist schief gegangen. Und das ist auch die Prognose für das heutige Spiel. Wolfsburg gegen Dortmund. 1-0 für Wolfsburg. Theoretisch möglich. Also ist nicht abwegig. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns das nächste Mal noch einmal beim 34. Spieltag. Da geht's dann wirklich um die Wurst, was den Abstieg anbelangt. Bis dann. Tschüss.